Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Info bzw. News Video. Und wie ihr seht, befinden wir uns mal wieder im Hintergrund im Jurassic World Evolution Forum. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, war ja auch für heute eigentlich angekündigt, dass heute der zweite von zwei Feature-Fokussen rauskommt. Feature-Fokusse sind sozusagen Schwerpunkte für das kommende Update am 10.12. Ihr müsst immer so ein bisschen unterscheiden, ich glaube, da kommen viele durcheinander, zwischen Update und DLC. Update, sind die Sachen, die für alle Spieler kostenlos zum Spiel hinzukommen. Da haben wir diese zwei Schwerpunkte sozusagen. In der letzten Woche habe ich euch ja schon den ersten vorgestellt. Das waren diese neuen Gastbedürfnisse und die Toiletten. Und in der heutigen Woche, das ist der zweite Schwerpunkt von dem kostenlosen Update, was für alle Spieler ist. Das sind die Ranger-Funktionen. Das haben wir uns ja schon gedacht. Das wird so hauptsächlich das Schadensmodell sein. Und was das genau sein wird, das werden wir uns gleich genau angucken. Aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die für jeden kostenlos verfügbar sein werden am 10.12. Und dann gibt es natürlich noch die DLC-Sachen, die muss man dann gegen Geld kaufen. Das sind so Sachen wie die neuen Flugdinosaurier, der Kompi, die ganze Flugkuppel, diese ganzen Strohhäuser und so. Das sind alles Sachen, die vom DLC sozusagen von Return to Jurassic Park dazugehören. Und die kann man dann gegen Geld kaufen. Also da dürft ihr nicht so durcheinander kommen. Das heißt, das, was ich euch heute zeigen werde, wo wir jetzt auch draufklicken werden, das ist für alle Spieler kostenlos am 10.12. verfügbar. Und man sieht es hier gleich schon sehr, sehr gut. Es dreht sich natürlich alles erstmal darum, dass die Dinosaurier endlich die Ranger Jeeps auch attackieren. Die Ranger Jeeps haben auch ein Schadensmodell und sowas. Da werden wir auch gleich noch viel mehr Infos kommen. Aber ich werde euch erstmal was zeigen, weil ich habe nochmal so in meinen alten Videos so geschaut. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Ich mag das ja sehr, sehr gerne persönlich, in die Gehege reinzufahren, so ein bisschen diese Atmosphäre zu haben, so ein bisschen Angst vor den Dinosauriern zu haben. Und dafür zeige ich euch mal so einen alten Ausschnitt aus einem alten Video. Und lasst euch einfach mal von, ich glaube, das war Safari-Leiter Kevin oder sowas. Nee, Kevin, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Nee, der hieß Edmund. Ich glaube, der hieß Edmund. Lasst euch einfach mal von Safari-Führer Edmund mitnehmen ins T-Rex-Gehege. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt gleich in das Tyrannosaurus Rex-Gehege fahren. Sobald wir im Gehege sind, werde ich nicht mehr viel sprechen, aber hören Sie bitte genau auf meine Anweisungen. Zu unserer Rechten über der Kuppe befindet sich unser Tyrannosaurus Rex-Weibchen Scharfzahn. Ich bitte Sie, Ihre Sitzplätze nicht zu verlassen. Sie dürfen gerne Fotos machen, aber dies bitte ohne Blitz. Wir wollen ja nicht unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wie scheint, hat sie uns bemerkt. Verhalten Sie sich trotzdem ganz ruhig. Uns wird nichts passieren. Wir haben alles unter Kontrolle. Keine Panik, meine Damen und Herren, wir haben alles unter Kontrolle. Verdammt, wir stecken im Wasser fest, die kommen immer näher. Ich hoffe, Ihnen geht's allen gut. Wir haben dieses kleine Abenteuer erfolgreich überlebt und überstanden. Ich hoffe, Sie haben alle Fotos am Kasten. Wir werden nämlich nicht nochmal zurückkehren in dieses Gehege. So, das war doch jetzt ein schöner Ausflug ins T-Rex-Gehege. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ganze wird dann wirklich noch spannender werden, wenn man in so ein Gehege fährt, weil die Dinosaurier einen halt wirklich gefährden können, angreifen können und sogar die Ranger sozusagen töten können, aber darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Ich werde das Ganze hier natürlich wieder für euch so gut wie es geht übersetzen und zusammenfassen, damit ihr das Ganze auch versteht, wenn ihr nicht so gut Englisch könnt. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Und wie gesagt, das ist der zweite Feature-Fokus von dem Free-Update. Steht hier sogar extra nochmal. Das heißt, es ist für alle Spieler kostenlos. Und heute sprechen wir so ein bisschen darüber, über die neuen Funktionen von den Ranger-Teams. Und hier sieht man erstmal so ein richtig cooles Bild schon mal, ne? Also sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Der T-Rex greift hier auf jeden Fall den Ranger Jeep richtig cool an. Und man sieht auch direkt die Funken sprühen und der Jeep biegt sich hier vorne schon, hebt quasi ab und kriegt richtig Schaden. So ein richtig cooles Schadensmodell ist verfügbar.
Ich bin sehr gespannt, wie intensiv dieses Schadensmodell sein wird, ob das wirklich so sein wird, dass irgendwann die Reifen wegfliegen, dass die Türen wegfliegen. Vielleicht können ja sogar die Personen rausfliegen aus dem Ranger Jeep. Das glaube ich zwar nicht, aber wir lassen uns überraschen. Da bin ich sehr gespannt. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mit diesem neuen Schadensmodell und dieser neuen Funktion, dass die Dinosaurier die Jeeps jetzt jagen, wieder einige Projekte, die ich ja schon mal hatte, zum Beispiel das Rennen oder sowas, zum Leben erwecken kann. Und mir fällt auch schon wieder was Neues ein. Aber lasst euch überraschen, wenn es soweit ist, dann werden wir wieder coole neue Jurassic Park oder Jurassic World Projekte hier machen. Aber jetzt gehen wir auf den Feature-Fokus ein. Ich rede hier viel zu viel um den heißen Brei. Ja, die Überschrift ist ja schon mal sehr vielversprechend. Dick und fett Danger, beziehungsweise gefährlich. Das macht natürlich schon mal Lust auf mehr. Sieht man aber ja schon ganz gut hier auf dem Bild. Und der erste Satz ist auch sehr, sehr interessant. Man muss jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man mit dem Ranger Jeep in das Gehege fährt, weil die Dinosaurier machen jetzt auch nicht mehr vor den Ranger Jeeps halt. Also niemand ist mehr sicher in den Dinosauriergehegen. Und was noch sehr, sehr interessant ist, jeder Dinosaurier reagiert anders auf den Kontakt sozusagen mit Menschen. Jeder Dinosaurier hat ein anderes Temperament und wird sozusagen anders darauf reagieren, je nachdem, wie nah zum Beispiel der Ranger Jeep in das Gehege fährt. Manche Dinosaurier lassen zum Beispiel den Ranger Jeep relativ nah an sich heran, das steht hier. Und andere würden sozusagen direkt aggressiv reagieren und Jagd auf den Jeep machen, sobald sie den sozusagen in Sicht haben. Also ja, einfach den zu Gesicht bekommen. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Deswegen ist es jetzt super, super interessant, weil man muss jetzt echt vorsichtig in die Gehege fahren und auch je nachdem, welcher Dinosaurier logischerweise da drin ist, weil halt jeder Dinosaurier ein anderes Verhalten hat, ein anderes Verteidigungsverhalten oder Jagdverhalten, je nachdem, was es für ein Dinosaurier ist. Man darf zum Beispiel auch nicht zu schnell fahren, man darf nicht zu nah dran fahren und man sollte natürlich nicht mit der Hupe die Dinosaurier belästigen, weil dann würde man das Leben seiner Ranger-Teams in Gefahr bringen und das wollen wir natürlich nicht, ne? Also die Ranger-Teams haben jetzt sozusagen eine Lebensanzeige und wenn diese auf 0% Leben geht, dann wird der Jeep sozusagen oder das Ranger-Team permanently, das heißt für immer, ja, aus dem Verkehr gezogen, nenne ich es mal. Ich drücke es mal nett aus, also ihr wisst ja, was das heißt. Dann ist sozusagen dieses Ranger-Team gestorben. Jetzt ist es böse ausgedrückt. Ja, und man müsste es sozusagen mit einem neuen ersetzen. Das will man natürlich nicht, ist teuer und auch uncool, wenn man dann seine coolen Ranger verliert. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber falls man es schafft, rauszukommen, bevor das Leben auf 0% fällt, dann kann der Ranger auch sozusagen zur Ranger-Station zurückkehren und dort kann er sich dann langsam über Zeit regenerieren, bis er dann wieder auf 100 Leben ist, beziehungsweise er repariert sich dann natürlich, weil ja das Auto Schaden bekommen hat. Dann wird natürlich noch angesprochen, dass dadurch alles noch viel herausfordernder und interessanter gestaltet wird, weil man sich jetzt einfach viel mehr Gedanken dazu machen muss, wie man seine Gehege gestaltet und wie man zum Beispiel Tore setzt oder allgemein das Layout macht, wo man die Futterspender hin platziert, damit die Ranger-Teams auch sozusagen die Futterspender sicher auffüllen können und sowas. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Jetzt muss man sich echt mehr Gedanken machen, wie man sein Gehege gestaltet, damit seine Ranger-Teams sozusagen in Sicherheit die Tiere füttern kann, weil man will ja zum Beispiel nicht immer die Tiere betäuben, bevor man dann ins Gehege fährt. Vielleicht kann man dann mit Schleusentoren arbeiten, aber da werden wir dann mal gucken, wenn es soweit ist. Da will ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigen, aber da kann man sicherlich einige Sachen machen. Ja, dann wird ja noch über Escape Routes gesprochen, also Fluchtwege. Das ist ja im Prinzip das, was wir gerade gesagt haben. Und man könnte ja auch das Gegenteil machen, zum Beispiel ein Labyrinth für die Ranger-Teams bauen, damit die es schwerer haben zu entkommen und man so ein bisschen Spaß hat. Wer weiß, vielleicht werden wir das ja als kleines lustiges Videoprojekt mal machen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und dann steht hier noch, das ist unsere Wahl. Der nächste Überpunkt, das sind neue Ranger-Tools für die Ranger-Jeeps, weil die haben es jetzt viel gefährlicher und deswegen bekommen sie so ein paar Tools, die sie dabei unterstützen, dass sie sich selbst so ein bisschen verteidigen können gegen bestimmte Dinosaurier. Und deswegen kriegen sie drei neue, nicht tödliche Tools sozusagen, und die stehen hier unten, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, die ihnen dann sozusagen helfen in gefährlichen Situationen, zum Beispiel wenn man hier Auge zu Auge, wie übersetzt man das denn, Eye to Eye, im Angesicht zu Angesicht, glaube ich, ne, heißt es auf Deutsch, gegenüber eines T-Rex stehen, also wenn sie in so einer Situation sind, bekommen sie so ein paar Hilfstools, wie sie sich aus dieser Lage so ein bisschen behelfen, beziehungsweise befreien können, aber das wird man dann sehen, und genau, man kann dann sozusagen in seine Ranger Jeep springen und man sieht die drei Tools links
auf seinem Bildschirm und man kann sich dann eins aussuchen, welches man nimmt und das kann man dann für die derzeitige Situation sozusagen zur Verteidigung benutzen. Das erste Tool, was das Ranger-Team zur Verteidigung bekommt, ist Beruhigungsmittel bzw. diese Betäubungspfeile, die ja auch schon die Helikopter verwenden, um die Dinosaurier zu betäuben. Die kann man jetzt auch aus dem Ranger-Jeep sozusagen abschießen, um die Dinosaurier zu betäuben. Ist vielleicht nicht die beste Option, wenn ein T-Rex geradewegs auf einen zuläuft und mit Volltempo und Vollkaracho auf einen zuläuft, weil dann kann man wahrscheinlich so schnell nicht mehr reagieren und den so schnell nicht mehr betäuben, bis er einen erreicht. Ist aber auf jeden Fall eine coole Sache, dass man das jetzt auch aus dem Jeep kann. Das zweite Tool, das sind Leuchtfackeln. Kennt man ja ganz gut aus Jurassic Park 1. Knicklichter kann man knicken. Wenn der T-Rex das sieht, das findet er total geil, kann man wegwerfen. Und schon ist der T-Rex so ein bisschen abgelenkt und läuft sozusagen. Der Leuchtfackel, beziehungsweise hier steht nur Flares. Das könnte auch aus einer Pistole oder einem Gewehr abgeschossen sein, solche Leuchtkugeln einfach. Ob das jetzt Fackeln sind oder Kugeln, das kann ich jetzt hier nicht so ganz sehen. Auf jeden Fall kann man die abschießen, um sozusagen die Dinosaurier abzulenken und von einem wegzulocken. Wird wahrscheinlich nicht gegen Pflanzenfresser funktionieren. Wahrscheinlich nur gegen Dinosaurier, die auch einen Jagdinstinkt haben, also Fleischfresser wie der T-Rex. Und das letzte Tool, was es ja eigentlich so schon gab, ist jetzt kein Verteidigungstool. Das ist einfach die medizinische Behandlung der Dinosaurier. Wenn mal ein Dinosaurier erkrankt ist, dann kann man ihn natürlich medizinisch versorgen. Aber hier steht noch drin, man muss trotzdem vorsichtig sein, wenn man die medizinisch versorgt, weil natürlich könnte es trotzdem passieren, dass sie einen jagen, weil die Dinosaurier wissen ja nicht, dass man ihnen eigentlich nur helfen will. Und das kann natürlich dann auch schnell zu Gefahren führen. Deswegen muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man die Dinosaurier sozusagen medizinisch versorgt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dann später sein wird. Man konnte ja auch immer den Ranger-Teams sozusagen Befehle von oben geben, dass sie die automatisch ausgeführt haben. Interessiert mich dann mal, wie es dann ist, wie sich die KI dann so verhalten wird. Ob sie klug ist oder ob sie ständig dann von den T-Rex zerstört wird. Oder. Da bin ich echt sehr gespannt, was wir da alles noch erleben werden. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr lustig werden. Aber ich werde sowieso wahrscheinlich das meiste dann selber machen, weil ich das alles sehr, sehr interessant finde. Aber die Ranger-Teams werden nicht die einzigen sein, die neue bzw. diese neuen Tools zur Verfügung haben werden. Das ACU-Team, also die Luftunterstützung, die ACU-Unit, der Helikopter sozusagen, der wird auch genau die gleichen Tools bekommen. Der kann jetzt auch Flares sozusagen verschießen, betäuben konnte er sowieso immer schon. Und er kann auch Dinosaurier medizinisch versorgen. Steht hier alles drin. Und was auch noch cool ist, man kann jetzt auch die Kamera aus dem Helikopter benutzen. Das heißt, man kann auch coole Aufnahmen aus dem Helikopter bzw. aus der Helikopterperspektive machen. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, gerade das ist sehr, sehr gut, wenn man dann sehr gefährliche Gehege hat, dass man das Ganze einfach aus der Luft regelt, weil man dann sozusagen seine Ranger-Teams nicht so sehr in Gefahr bringt. Und dann sehen wir hier auch nochmal ein wunderschönes Bild. Ist im Prinzip fast das gleiche wie hier oben, aber nochmal aus einer anderen Perspektive. Finde ich, sieht sehr, sehr cool aus mit diesen Funken. Und der Jeep ist hier echt kurz davor, sich richtig hart zu überschlagen. Also es sieht schon krass aus. Sieht so ein bisschen so aus, als hätte der T-Rex Laseraugen. Also mega, mega nice. Aber ansonsten war es das für das heutige Feature-Fokus. Hier steht nochmal drin, dass diese Features natürlich in dem Update 1.12 kommen, was ja am 10. Dezember 2019 für alle kostenlos verfügbar sein wird. Und falls euch das Ganze gefällt, ich werde euch auf jeden Fall dieses Forum oder den Forum-Post unten in den Kommentaren verlinken. Könnt ihr gerne mal ins Forum gehen, vielleicht positives Feedback dalassen, schönen Like dalassen oder sowas, wenn das geht. Kann man hier liken? Ich habe mich nicht mal angemeldet, also keine Ahnung. Meldet euch an, lasst ein Like da, lasst es Frontier wissen, dass wir das cool finden, dass sie Updates rausbringen, dass sie momentan so sehr auf ihre Community eingehen. Ich weiß, ich wiederhole mich immer, aber das ist das Einzige, was wir machen können, damit das Spiel immer weiter vorangetrieben wird, weil Jurassic World Evolution ist ein cooles Spiel und ich will unbedingt, dass dieses Spiel immer weiter und weiter entwickelt wird, weil es einfach ein geniales Spiel ist und mir mega viel Spaß macht. Und hier steht noch drin, dass nächste Woche ist ein spezieller Entwickler-Livestream, wo genau über dieses Update bzw. über das DLC Return to Jurassic Park gesprochen wird und wann das genau sein wird und sowas. Das findet ihr in dem Streaming-Schedule oder in diesem Streaming, wie nennt sich das denn, Kalender übersetzt, von Frontier. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man den genau findet, aber die Leute in den Kommentaren können euch das sicher beantworten. Wer es weiß, kann es ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, damit die anderen Leute, die gerne diesen Livestream sehen möchten, den dann auch nicht verpassen. Ansonsten war es das von mir. Hat jetzt ganz schön lange gedauert, aber ist auch ein sehr cooles Thema. Also ich finde dieses Thema
wirklich interessant. Ich freue mich richtig auf dieses neue Ranger-Team, besonders natürlich auf das Schadensmodell und dass die Dinosaurier jetzt wirklich die Jeeps angreifen. Da werden wir sicherlich noch sehr viel Spaß mit haben und ich hoffe, das heutige Video hat euch gut informiert. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen beim Übersetzen. Ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze gleichzeitig zu lesen und dann für euch zu übersetzen. Aber ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.